Der Hubschrauber fliegt im Kreis. Oh, ja, das ist ja. Catch 2-2 hätte Catch 2-4 heißen müssen. Das wäre viel besser gewesen. Das ist doch nur logisch. War einfach logisch. Das hätte sie wissen müssen. Kannst du den nicht anquatschen? So, bestimmt, weil er selber gerade quatscht. Hereinspaziert. Oh, jetzt. Matsch Zahns Zuhause ist dein Zuhause. Wie Casa ist so Casa, wie meine Ma zu sagen pflegte. Jedenfalls hoffe ich, dass es das bedeutet. Was führt dich hierher? Willst du plaudern? Willst du tauchen? Klar doch. Bin ja nur eine alte Matschbirne, die auf das Ende der Welt wartet. Und dieser alte Hubenschreiber ist ein guter Ort, um auf herumwandernde Holz. Hubenschreiber? Es kann hier ganz schön einsam sein. Aber dafür freue ich mich über Besuche umso mehr. Ich und mein Plappermaul quatschen dir die Ohren voll. Ich habe so viele Geschichten zu erzählen, aber du bist sicher nicht ohne Grund hier. Weshalb bist du hier? Waren. Das ist doch nur ein wenig Kleinkram. Guck an. Matschzahns Elixier, Eintopf. Hält deine Ausdauer um 25 bis 60 Minuten. Ui, was? Erhöht deine Gesundheit um 25, hält 60 Minuten. Nice. Das ist schon smart. Ich mag den Typen echt, ey. Das ist cool, Matschzahn. Ja. Ist schon ein lustiger Kerl, ey. Auch wenn er wirklich ein bisschen gaga ist, aber ist schon lustig. Er hat sich die Sache hier auch schön gemacht. Schön Bildern. Besuch mich ab und zu. Ja, ich jetzt komme ich mal vorbei. Okay. Du solltest lieber fragen, was ich nicht auf Lager habe. Mal sehen. Was kann ich einem jungen Menschen wie dir erzählen? Liest du? Ich lese alles, was ich finden kann. Die Glasglocke, der Wüstenplanet, Catch 2-2, irgendwas über einen Typen namens... Malcolm X? Es gibt eins, das ich ständig lese. Eternauta 1969. Ach egal. Es geht um Außerirdische, die alle Lebewesen vernichten. Yep, das sind so außerirdische Insekten und menschliche Außerirdische und Außerirdische so groß wie ein Hochhaus und sogar Außerirdische, die andere Außerirdische kontrollieren. Oh, yep. Der Autor dachte sicher, dass er sich das alles nur ausdenkt. Aber ich habe noch nie sowas Echtes gelesen. Yep. Sag Bescheid, falls ich dich langweile, klar? Also wenn du ein Bier für mich hast, dann sage ich hier. Mal sehen, mal sehen, mal sehen. Hm. Yep. Wir verließen den Zufluchtsort im Winter. Ich, Ma und die verrückten Acht hatten ein Zuhause gefunden. Ein gutes Zuhause. Wir sorgten dafür, dass es sicher ist. Ma sagte mir nicht, dass sie schwanger war. Ich bemerkte es erst kurz vor der Geburt. Irgendwas lief schief. Die verrückten Acht und ich hatten von so etwas keine Ahnung. Wir waren ja keine Hebammen. Ma und das Kind überlebten nicht. Sie sagte mir nie, warum sie den Zufluchtsort verlassen wollte. War ihr wohl nicht wichtig. So, ich hab dich schon genug voll geschwafelt. Mal sehen. Mal sehen, mal sehen. Hm. Ja. Einmal war ich mit den verrückten Acht Vorräte sammeln. Wir fanden ein Krankenhaus, voll mit Holzmonstern. Im Keller waren jedoch viele Leute. Wie lange sie schon dort waren, weiß niemand. Die Saat fand sie zur gleichen Zeit wie wir. Die anderen rannten. Aber ich bin geblieben. Sie waren schließlich Menschen und sie hatten Medizin. Also habe ich gekämpft, so gut ich konnte.
und diese verdammten Holzmonster gebissen. Die anderen der verrückten Acht sahen mich und meinten, Matschbirne kämpft sogar mit seinen Zähnen. Hm. Yep, seitdem nennen mich alle Matschzahn. Ach, wie unhöflich von mir. Du bist sicher auf der Suche nach Materialien. Ich will dich nicht davon abhalten. Geht klar. Habe ich dir schon gesagt, woher ich meinen Namen habe? Ja? Nein? Vielleicht ein anderes Mal. Was aber den Hubenschreiber angeht. Ob du es glaubst oder nicht, ich habe den alten Vogel noch fliegen sehen. Ich war 4. Das Ding kehrte gerade vom Mond zurück. Scharfschützen der Holzmonster haben ihn natürlich von den Dächern aus abgeschossen. Weiß nicht genau, was sie getroffen haben, aber er kam runter wie ein Meteor. Das ist ein großer Fels, der vom Himmel fällt, falls du das nicht weißt. Ich konnte alles mit ansehen, aber ich hätte nicht gedacht, dass ich jemals darin wohnen würde. Ah, wenn es dich interessiert, kann ich dir mehr erzählen. Na klar. Du hättest sicher nicht damit gerechnet, aber ich mache einen echt leckeren Eintopf. Früher, als die verrückten Acht noch die Gebiete durchstreiften, konnten wir tagelang nur mit dem Eintopf auskommen. Und das war uns gut genug. Sie erzählt mir, dass sie sich so stark wie 10 Männer fühlten. Einmal war es sogar so, dass... Hey, weißt du was? Ich habe gerade einen gekocht. Willst du etwas davon abhaben? Für ein... Sag Bescheid, falls ich... Geht klar. Hast du Ace und Les schon getroffen? Die beiden sind fast so verrückt wie die verrückten 8. Sie müssten jetzt in Station 13 sein. Aber das wird nicht lange gut gehen. Diese beiden... Sie vertrauen niemandem. Versteh mich nicht falsch. Sie sind echt nette Leute. Hilfsbereit. Und sie finden schneller Essen als hunderte Forts. Aber darum geht es. Wenn du dich genau umsiehst, findest du sicher irgendwo Vorräte, von der die Station nichts weiß. Es gibt sicher Leute, die schon auf dich warten, oder? Na klar. Ich war früher bei ist den Ist der auch mal fertig? Ich war ihr Anführer, bis Brabus den Posten übernahm. Brabus ist mein Sohn. Er ist schon lange Brabus, unser Anführer. Digga. Die alten Matschköter kämpfen schon seit Ewigkeiten für ihn. Mit der Zeit wurden die Matschköter natürlich älter. Also haben die jungen Brabus aufgenommen. Nun, ich weiß, wenn etwas gut läuft, also bin ich zurückgetreten. Seitdem ist Brabus der Anführer des Rudels. Wenn es dich interessiert, kann ich dir mehr erzählen. Geht Nein! Brabus und ich haben schon seit langem nicht mehr geredet. Er ist ein guter Anführer. Aber wir sind oft nicht einer Meinung. Meine Ma sagte immer, behandle andere wie dich selbst. Oder so ähnlich. Kann mich nicht genau daran erinnern. Brabus ist da aber anderer Meinung. Er denkt, die Holzmonster haben jegliche Freundlichkeit in der Welt verschlungen. Er liegt da gar nicht so falsch. Aber für mich ergibt es keinen Sinn, so in der Welt zu leben. Deshalb bin ich jetzt hier. Hör zu. Das war wirklich nett von dir, meinem Geschwafel so lange zuzuhören. Es ist schon lange her, dass jemand dieser alten Matschbirne zugehört hat. Ich... Hab da was für dich. Das hat meiner Frau gehört. Ich wollte es meinem Jungen geben, aber naja. Vielleicht sollte ich mich damit abfinden, dass er hier nicht mehr auftauchen wird. In dieser Welt reicht die Zeit nicht, um auf echte Familienmitglieder zu warten. Du kommst Familie am nächsten. Pass gut darauf auf. Eine Taschenuhr, okay. Das werde ich danken. Klar, natürlich. Wie kann ich so... Erhöht Ausdauer. Hast du noch Geschichten auf Lager? Pass gut auf dich auf, klar. Zu viele Holzmonster da draußen.
Ausdauer kostet um 10. Was Ausdauer kosten soll. Der Rubenschreiber fliegt im Kreis. Kann ich jetzt nicht auch mal anquatschen, damit ich mal deine Ware sehen kann? Was ist nur die Uhr her? Hast du gesehen? Die ist als Halskette. Ach so. Mhm. Taschenuhr. Aha, doch. 20 pro Sekunde verringert Ausdauerkosten. Oh. Ja, ich bleib mal Feuerrater. Aber nice, gab ein Trophäe und eine neue Halskette. Smart. Nehme ich.